Rebound. Erzähl Oh. uns doch mal was zu Rebound. Das passt ja irgendwie ganz gut dazu. Genau, das würde ich tatsächlich so ein bisschen versuchen, kurz zu machen, weil wir wollten ja eigentlich auch nicht so lang machen. Tatsächlich bin ich gar nicht so tief im Rebound-Effekt. Vielleicht kann Jens da nochmal an einer anderen Stelle ein paar Details hinzu ergänzen. Aber im Grunde genommen ist Rebound ein ganz einfaches Prinzip. Nämlich, wir sprechen ja immer davon, Dinge energieeffizienter zu machen. Also quasi Energie einzusparen an gewissen Dingen. Und da greift übrigens auch wieder diese Logik, die man jetzt ausprobieren möchte, indem man zum Beispiel sagt, Preise erhöhen, dann reguliert sich das. Interessanterweise im Bereich der Energie machen wir ja wiederum das Gegenteil. Also wir versuchen ja den Preis künstlich zu senken im Moment in der Energieknappheit, in der Krise. Das ist natürlich einerseits notwendig, damit sehr viele Leute nicht erfrieren bei uns, liegt aber nicht daran, dass Energie so teuer ist, sondern dass die soziale Ungleichheit so enorm ist. Das heißt, manche, die jetzt noch zwei, drei Pools zu Hause richtig auf Volllast bringen und Herr Kubicki, der noch mal viermal unter die Dusche geht, weil sie es einfach erlauben können, so viel Energie zu verballern, die haben natürlich damit gar kein Problem. Problematisch ist es für die Menschen, die sowieso schon die ganze Zeit am Existenzminimum rumkratzen. Und deswegen versucht man sozusagen hier auch künstlich diesen Energiepreis runterzusenken. Und damit hat man aber dann auch gar nicht mehr diesen Anreiz, den man sonst immer zu Felde führt bei diesen Angelegenheiten, zu sagen, naja, wenn wir das richtig einpreisen und so weiter, dann wird sich das schon regulieren und die Leute werden Energie sparen. Also selbst dieser Mechanismus versagt da schon wieder aus anderen Gründen. Und Rebound-Effekt ist noch ein anderer Zusatz, der passiert, wenn man versucht, Energie einzusparen und effizient zu sein, weil er wird dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle eingespart und man spart sozusagen damit auch Kosten, aber die Kosten werden dann für andere Dinge wieder investiert und somit haben wir wieder einen leichten Anstieg des Energieverbrauchs in anderen Bereichen. Und das nennt man halt einfach Rebound-Effekt. Das heißt, das, was man an der einen Seite einspart, reinvestiert man dann wieder für die andere Seite. Sprich, wenn Autofahren sozusagen, naja, wenn ich zum Beispiel im Haus jetzt Energie spare, habe ich vielleicht mehr Geld, um wieder mehr Auto zu fahren und rumzucruisen und was ich mir sonst vielleicht sparen würde, weil Benzin so teuer ist. So kann man sich das vorstellen. Also das heißt, an der einen Stelle geht es vielleicht runter, aber ich gebe es sozusagen an der anderen Stelle wieder für Dinge aus, weil ich sie mir vorher vielleicht verkniffen habe. Habe ich das so einigermaßen richtig Großartig. erklärt? Ja, total. Also das ist genau der Punkt. Wir kennen das auch so bei Festern mit halt irgendwie so Wechselwirkung und irgendwie Gegenstromwirkung und so weiter. Und also ist genau dieser Quatsch, ne? Das gibt einerseits halt eben in diesem ganz konkreten Beispiel, was wir hier aufgemalt haben, ist glaube ich aus der Glasgow oder Cambridge oder so, hat man das untersucht. Da gibt es nämlich auch diesen Prebound-Effekt, dass wenn du vorher sagst, hör mal zu, das ist nicht energiesparend, dass die Leute dann ihr Verhalten anpassen, besonders viel Energie sparen. So, also sprich, wenn sie eine andere Art von Information vorher bekommen haben. Und Rebound ist genau das, ne? Also ich glaube dann irgendwie, also ich habe jetzt vorher ein Auto, das verbraucht 10 Liter, kaufe mir ein Auto, das verbraucht 5 Liter, fahre aber dreimal so viel. Das ist sowas. Und Ja. das ist etwas, das müssen wir vor Augen halten, dass halt das immer wieder passieren kann. Ne? Das steht auch im direkten Zusammenhang mit diesem Ganzen, wenn wir jetzt irgendwie sowas haben wie eine Ökobilanz und ich sehe jetzt irgendwie, das verbraucht weniger, ich verbrauche aber dann mehr davon, habe ich genau das Gegenteilige erzeugt. Meistens sind das ist ja relativ einfach, das kriegt man kognitiv noch mit. Es gibt auch so indirekte Rebound-Geschichten und so weiter. Es ist nur wichtig zu sagen, Veränderung bedeutet ja in einem an sich stabilen, laufenden System halt Dinge zu verändern, so Systemzustände und so weiter. Und auf dem Weg zum neuen Zustand gibt es dann eben auch diese Möglichkeit, dass man am Ende was rauskommt, was viel schlechter ist als vorher. So, und deswegen muss man eben klar sein, dass das dynamische Systeme sind und dass es eben die Effekte gibt. So. Genau. Ja. Sehr gut. Dann. Okay, dann, ja genau, hier glaube ich, hast du nochmal das mit dem Gebäude da. Genau, Ja, das, genau, was ich so ein bisschen gerade mit das diesem beschrieben, ne? Autobeispiel beschrieben habe. Also ich habe vielleicht geringere Heizkosten, dafür kann ich mir überlegen, okay, dafür kann ich mir vielleicht wieder einen Kurzurlaub mit dem Flugzeug und mit dem Flieger leisten. Und das ist sozusagen dann unterm Das ist ein super Strich. Beispiel, ja. Ja. Das ist genau richtig, ja.
Genau, da habe ich nochmal rausgesucht, das ist tatsächlich der Energieverbrauch weltweit und man sieht eben, wie er einfach steigt und auch noch steigen wird. Und deswegen ist ja sozusagen dieses Thema der Energiewende so wichtig, die Umstellung der Erneuerbaren. Also der Energiehunger nimmt zu, er nimmt übrigens auch kurzzeitig zu, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Mobilität elektrifizieren und so weiter. Das ist zumindest eine kurzzeitige Zunahme. Dann haben wir natürlich sowas wie neue Technologien, Streaming, das, was wir hier gerade machen, ist ein gigantischer Stromfresser. Dann können wir uns plötzlich so einen Luxus leisten, wie nochmal 4.000, 5.000 andere Währungen, die wir über Krypto laufen lassen und ganz viel Strom reinballern und so weiter. Und all das sorgt natürlich dafür, dass der Energiebedarf auch immer weiter steigt und der Verbrauch auch einhergehend. Und da sieht man eigentlich auch ganz gut, dass wir trotz solcher Energiesparmaßnahmen, LED-Leuchten und so weiter, übrigens LED-Leuchten, gutes Beispiel, könnt ihr euch, also wenn ihr heute, wenn ihr so alt seid wie wir, ja, und mal früher so durch den weihnachtlichen durch das weihnachtliche Dorf, die Stadt gegangen sind, da will ich mal sagen, wenn du es mit heute vergleichst, da ist ja überall LED-Leuchten ohne Ende. Wir haben dann nochmal das Thema Lichtverschmutzung, das ist nochmal eine ganz eigene Thematik. Aber da, finde ich, sieht man sehr schön diesen Rebound-Effekt, in wie er lebt und lebt. Nämlich vorher hatte man halt sehr wenig Beleuchtung und hat dann so dieses weihnachtliche Gefühl und mittlerweile ist halt alles voll geballert, weil es halt so günstig ist, sowohl vom Produkt her, aber auch vom Energieverbrauch her. Und das ist sozusagen dieser Rebound-Effekt. Und hier sieht man eben den weltweiten Bedarf an Energie und wie er weiter wächst und wächst. Und ja, verheißt nichts Gutes. Nee, das stimmt. Ja, genau, insofern, das passt aber auch ganz gut zu dem, wo wir jetzt nämlich hin auch kommen. Das ist auch eine Lesereinsendung, also das und ich glaube der Punkt danach auch. Und zwar wurden wir gefragt nach Kipppunkten. Und ganz genau heißen sie eigentlich Kippelemente im Klimasystem. Und